Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei. Heartily welcome to a new story out of The Merchant and the Parrot. And today, the story is called Whom Should You Believe? Can you lend me your donkey for this afternoon? A farmer asked the mullah. Dear friend, replied the mullah, you know that I am always ready to give you help when you need it. My heart longs to lend you my donkey, to lend my donkey to you, an orthodox man. It pleases my eye to see you bring home the fruits of the field with my donkey. But what can I say, my dear friend? At the moment, someone else has my donkey. Moved by the mullah's sincerity, the farmer thanked him profusely by saying, well, even if you couldn't help me, your kind words have helped me a great deal. May God be with you, O noble, kind, and wise mullah. But as the farmer was still frozen in a deep bow, there came from the stall a blood-curdling hee-haw. The farmer was startled, looked up in astonishment, and finally asked mistrustingly, what do I hear? Your donkey is there, after all. I heard his donkey-like voice. The mullah turned red with anger and screamed, you ungrateful man, I told you the donkey is not there. Whom do you believe more, the mullah or the stupid cries of an even more stupid donkey? Nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, lese ich euch heute die Geschichte, wem soll man glauben? Kannst du mir für heute Nachmittag deinen Esel leihen? Fragte ein Bauer den Mullah. Lieber Freund, sagte da der Mullah, du weißt, dass meine Hilfsbereitschaft dir immer zur Seite stehen wird, wenn du sie brauchst. Mein Herz lechzt danach, dir als rechtgläubigem Menschen meinen Esel zu geben. Es erfreut mein Auge, dich mit meinem Esel die Früchte des Feldes heimtragen zu sehen. Aber was soll ich sagen, mein inniger Freund? Meinen Esel hat zurzeit ein anderer. Bewegt von der Herzlichkeit des Mullah, dankte der Bauer, auch wenn du mir nicht helfen konntest, haben doch deine gütigen Reden mir sehr geholfen. Gott sei mit dir, o erhabener, gütiger und weiser Mullah. Als der Bauer in seiner tiefen Verneigung verharrte, erscholl aus dem Eselsstall ein markerschütterndes Ia. Der Bauer stutzte, schaute erstaunt auf und fragte schließlich misstrauisch, was muss ich hören? Dein Esel ist doch da. Ich hörte seine eselhafte Stimme. Da lief der Mullah rot an vor Zorn und schrie, du undankbarer Mensch, ich habe dir gesagt, der Esel ist nicht da. Wem glaubst du mehr, mir, dem Mullah oder dem dummen Geschrei des noch dümmeren Esels? Viele Menschen, Ärzte wie Patienten, haben Scheuklappen. Sie halten nur bestimmte Ursachen von Erkrankungen für nachweisbar. Andere mögliche Krankheitsursachen und Krankheitshintergründe werden ausgespart. So lag auch die Psychosomatik lange Zeit gleichsam im toten Blickwinkel. Diese Beschränkung des Gesichtsfeldes wurde gefördert durch die fantastischen Erfolge der somatischen Medizin. Offenkundige Zusammenhänge zwischen sozialen, seelischen und körperlichen Bereichen wurden übersehen. Berufliche Belastungen, Folgen einer abnormen Trauerreaktion nach dem Tod eines Angehörigen, fortgesetzte familiäre Schwierigkeiten waren als Krankheitsursachen nicht akzeptabel. Behandelt wurden lediglich die körperlichen Folgen und
seit der Einführung geeigneterer Medikamente die seelischen Symptome. Auf der anderen Seite begegnen uns auch dogmatische Überzeugungen, die in das andere Extrem umgeschlagen sind. Um die Psychotherapie möglichst nicht zu verfälschen und Verschiebungen der psychischen Problematik zu verhindern, wird auf alle Medikamente verzichtet, auch wenn sie eine Minderung des für den Patienten unerträglichen Leidensdrucks bedeuten könnten. Es erscheint also sinnvoll, schreibt Nosrat Pezeshkian, in jedem Einzelfall genau hinzusehen, zuzuhören und die Bedingungen zu prüfen, bevor man sich für die eine oder andere Richtung oder eine Kombination der beiden entscheidet. Die Entscheidung darüber, wem er glauben soll, ist zu einem wesentlichen Teil dem Patienten überlassen, der das Recht hat, über seine Krankheiten aufgeklärt zu werden und den Sinn therapeutischer Maßnahmen zu erfahren. Aus diesen Gründen erscheint es uns wichtig, dass gerade nicht psychotherapeutische Ärzte über die Möglichkeiten und Grenzen der Psychotherapie Bescheid wissen, um Patienten möglichst schnell der angemessenen Therapie zuführen zu können. Diese Forderung ist umso dringlicher, wenn wir uns vor Augen halten, dass es gegen 6 Jahre dauert, bis ein Patient mit psychosomatischen Störungen, also körperlichen Krankheiten, die im Zusammenhang mit seelischen Ursachen stehen, einen Fachpsychotherapeuten aufsuchen kann. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch einen schönen Tag und überlegt euch gut, wem ihr glauben sollt, hört genau zu, hört genau hin, wägt die Möglichkeiten ab, die ihr habt, denn der Therapeut soll keinen Erkenntnisvorsprung vor dem Klienten, vor dem Patienten haben und deswegen ist es eine gute Angewohnheit in der positiven Psychotherapie, die Klienten und Patienten bis ins Kleinste aufzuklären über das, was wir denken, was wir vermuten, welche Hypothesen wir haben und welche Annahmen wir treffen, welche Maßnahmen ihm helfen können. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag noch und schaltet morgen wieder ein bei einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei, jenem wunderbaren Buch von Nosrat Pezeshkian, das dieses Jahr im März 40 Jahre alt wird. Bis dann.